Für Inkompetenz haben wir keine Zeit. Touch my. Was geht, die Infizierten? Infected ist wieder back am Start mit einem neuen Video. Und zwar gibt es heute erneute Leaks zur zweiten Season, meine Freunde. Es dauert auch nicht mehr lange, dann haben wir endlich die Season 2 am Stissel. Die Leaks intensifieren sich, Alter. Die gönnen sich gerade wieder richtig. Aber erstmal, meine Freunde, im Hintergrund gibt es ein wunderbares Call of Duty Mobile Gameplay von mir selber natürlich erspielt. Der Beat, meine Freunde. Alter. 1A Beats nur auf diesem Kanal, meine Jungs. Wer bitte hat denn sonst Beats von dem Beat-Produzenten von Kollege, Alter? Muss man sich mal gönnen. Muss ja nicht jeder seine Musik feiern, aber die Beats, Alter. Boah, die sind sehr sexuell erregend, meine Freunde. Aber gut, Alter, reicht hier mit diesen dummen Anspielungen. Denn kommen wir zu den wundervollen Leaks, die es diesmal zum Multiplayer geben wird. Im letzten Video haben wir uns auseinandergenommen mit den Zombie-Leaks, die absolut krank waren. Und da habt ihr euch, Jungs, auch übel gefreut darauf. Und war auf jeden Fall richtig fett am Stissel. Deswegen gönnen wir uns heute einfach mal auf Fresh die Leaks zum Multiplayer-Modus. Gut, ohne weiter drum herumzulabern, fangen wir an. Erster Screenshot. Ihr seht die Map Crash mit Schnee und einem Weihnachtsbaum. Also so wie ich es schon vorher angekündigt habe, es wird wieder Wintercrash geben. Einfach nur, weil es zur weihnachtlichen Zeit passt und dementsprechend wird diese Map dann auch gestylt. Ich hoffe mal, dass es dann genauso sein wird wie in Modern Warfare Remastered. Sobald man sich Vorräte holt und die Vorräte schmeißt, normalerweise kommt ihr dann ein Flugzeug angeflogen und bringt euch ein Paket. Ich hoffe mal, dass sie diesen Gag genauso hier in COD Mobile reinbringt, dass dann der Weihnachtsmann auf seinen Rentieren angeflogen kommt und ein wirkliches Geschenk runterwirft. Also nur dafür werde ich dann wieder Vorräte einpacken und es einfach mal austesten. Ich finde aber, allein dass die Map Winter Crash wieder reinkommt, absolut genial. Wenn dieses kleine Gimmick noch dazu kommt, boah, absolut Baba. Dann, meine Freunde, dann kann man sagen, COD Mobile, bestes Spiel EU-West und da kommt niemand mehr. So, nächstes Bild ist ganz simpel, eigentlich nur das Icon. Müsste eigentlich schon jeder gesehen haben, sogar vor dem Leak-Video. So wird das Icon aussehen von COD Mobile, wenn wir dann am 25. das Update zur Season 2 bekommen. Perfekt winterlich gestaltet, Ghost mit der schönen dicken Jacke, Schneeflocken bis zum geht nicht mehr und sieht ganz stabil aus, meine Freunde. Kommen wir zu den nächsten drei Bildern und zwar wird es neue Charakter geben, die man, ich denke mal, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wieder nur aus Kisten ziehen kann. Vielleicht gönnen die uns ja einen von denen mit irgendeiner Mission. Aber hier habt ihr sie eingeblendet, alle nacheinander. Einmal diesen Scharfschützen aus Infinite Warfare. Dann haben wir hier den mit dieser, ich weiß nicht, wie diese Waffe genannt, Claw oder so eine Scheiße. Dieses absolute Minigun-Sturmgewehr-mäßige Ding, das über die ganze Map gefetzt hat. Und dann haben wir hier nochmal, hieß er Phantom oder so eine Scheiße, der diese Auslöscherpistole hatte. Wenn du einen damit angehittet hast, wurde der aufgelöst und war instant weg. Auf jeden Fall drei Charaktere aus Infinite Warfare kommen dazu. Kommen wir dann zum nächsten Bild. Ich weiß nicht, ob das jedem gefallen wird, aber hier habt ihr es eingeblendet. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Controller Support taucht mal wieder in den Settings auf. Bis jetzt ist es nur hier unter iOS gekennzeichnet. Sieht man da MP-iOS. Aber wir können alle davon ausgehen, wenn der Controller Support kommen wird, dann wird er nicht nur für iOS kommen, sondern auch instant für Android. Ich sag's mal so, für mich als YouTuber und Livestreamer ist es eigentlich ganz angenehm. Ich habe mein Tablet an meinem Bildschirm angeschlossen und an meinem Notebook. Über mein Notebook streame ich. Auf meinem Tablet ist mir das Bild meistens zu klein und gerade wenn das Tablet irgendwo an der Ecke steht, gucke ich sowieso auf dem Bildschirm, gerade wenn ich streame. Sieht einfach besser aus, dann sieht es nicht so aus, als ob ich ständig auf mein Gerät runtergucken würde, sondern gucke mehr oder weniger direkt in die Facecam, die genau an dem Bildschirm hängt. Also, ich sag mal so, für mich als YouTuber und Streamer wäre das absolut die Erleichterung, einfach weil es von der Video, sagen wir mal, sieht einfach im Video besser aus, als wenn ich ständig runtergucken würde oder sonst was. Und vor allem, ich habe hier meinen Bildschirm, ist ein wundervoller BenQ 24 Zoller. Ich profitiere dann auch noch von der Scheiße, dass dunkle Ecken einfach aufgehellt werden und der Rest vom Spiel nicht. Heißt, ich kann die Camper um einiges besser sehen, falls man in irgendwelche dunklen Ecken geht. Aber mir fällt gerade echt nicht ein, wo wir in COD Mobile im Multiplayer-Modus dunkle Ecken haben. Aber gut, ich sag mal so, für mich als, wie gesagt, für mich als YouTuber-Livestreamer wäre das absolut die Gönnung. Ich könnte damit viel besser Sachen machen, meine Videos produzieren, Livestreamen und so weiter und so fort. Ich habe nicht so ein sperriges Tablet vor meiner Fresse die ganze Zeit liegen, wo eigentlich dann meine Razer-Tastatur steht. Könnte mein Setup noch um einiges weiter ausbauen. Wäre auf jeden Fall geil, aber ich habe ja sowieso von Anfang an gesagt, ey, ich habe jetzt gelernt, auf dem Tablet zu zocken, auf dem Handy zu zocken und jetzt wieder einen Controller anzupassen.
zusammenzufassen, muss das unbedingt ein Mobile sein. Klar, ich spiele hier Modern Warfare auf der PS4, ich werde schon die Gegner fetzen können, das ist ja nicht das Problem, aber ehrlich gesagt, muss das jetzt wirklich sein, dass wir wieder den Controller-Supporter eigentlich von Activision selber verspottet wurde, jetzt doch noch bekommen. Ich hoffe mal, dass dieses Bild einfach nur ein altes Bild ist, das mir irgendwie untergejubelt wurde in die Season 2 Leaks, aber wir werden ja sehen, was da so entstehen wird. Kommen wir hier zum nächsten Bild, und zwar sehen wir oben rechts in der Map-Auswahl Summit. Summit wird endlich mal nach COD Mobile kommen, und Summit ist wirklich eine meiner Lieblingsmaps aus Black Ops 1 und in Black Ops 4 als remasterte Map habe ich sie so gerne gespielt, habe sie übel gefeiert. Also bin ich mal gespannt, wie Summit im Multiplayer von COD Mobile aussehen wird, aber ich kann euch schon mal auf jeden Fall eins sagen, Alter, endlich mal eine Map, die, was heißt dunkel ist, sondern einfach so eine Schneemap. Ich denke mal, das muss einfach sein, vor allem, weil wir Firing Range haben, die schon, ja, was heißt Wüste, aber ist schon so eine sandigere Map, Alter, Junge. Dann haben wir Hijacked mitten im Wasser auf einem Schiff, Nuketown, Raid, Takeoff, so als, ich sag mal, Standard-Maps auf den Straßen. Wird mal Zeit, dass Summit kommt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Map, die richtig im Wald spielt. Wie hießen die eine aus Black Ops 4? Ich glaube Seaside. Die war echt nicht schlecht. Man hat da wirklich so eine wundervolle Kombo. In der Mitte schön die Straßen, rechts schön am Wasser, links schön im Wald. Also wenn die noch irgendwann in COD Mobile kommen würde, dann wäre das auf jeden Fall eine ganz frische Sache, meine Friends. So, kommen wir zu den nächsten paar Bildern. Und zwar wird es wieder neue Characters geben, genauso wie ich schon am Anfang gesagt habe, mit den Charakteren aus Infinite Warfare. Kriegen jetzt wieder, ich sag mal, die Standardcharaktere, die schon drin sind, mit neuen Skins. Hier haben wir einmal den Ruin in einem blau-orangenen Skin. Also ehrlich gesagt, ich finde, passt überhaupt nicht. Ruin sieht einfach, ich sag Ruin, ne? Alter, die Bitch heißt Battery. Mein Gott, bin ich blöd. Das passt einfach nicht zur Battery. Wir kennen die Battery anders, vor allem diese, ja, sind das Dreadlocks? Sagt man dazu Dreadlocks, auch wenn die so kurz... Ich sag jetzt einfach Dreadlocks. Die Dreadlocks stehen der Tuss überhaupt nicht. Der Anzug ist meiner Meinung nach einfach etwas zu bunt, aber gut. Kommen wir dann zum nächsten Bild. Das hier ist aber der Ruin. Und da fängt schon wieder an, COD, hört auf mit dieser Scheiße. Hört auf wieder mit dieser blöden Kacke, dass sie in so eine Kinderkram-Richtung geht. Es gibt da dieses wundervolle Meme-Bild aus Advanced Warfare, dass man mit einem fucking Lebkuchen spielen konnte. Mit einem Lebkuchen. Will man das wirklich in einem COD haben? Also das muss nicht sein. Auch hier der Ruin, der ist mir einfach viel zu bunt. Viel, viel zu bunt. So ein Mix aus Gold, Grün und Rot. Muss das sein? Alter, stellt euch mal vor, ihr rennt mit so einem Ding über die Map, Alter. Ihr werdet doch instant gesehen und ihr kriegt sofort einen Headshot von einer Sniper gedrückt. Also, auch wenn ich den irgendwie haben sollte, werde ich den nicht spielen. Kommen wir dann zum nächsten Skin. Und zwar haben wir hier sogar einen neuen Charakter, den wir noch nicht drin hatten. Es ist der Nomad, der dazukommen wird. Da der Schwarm dazukommen wird, wie wir es schon gesehen hatten in den anderen League-Videos, muss natürlich auch der Nomad, der die Waffe normalerweise bedient, dazukommen. Aber auch hier kann ich wieder sagen, ey, das ist wieder so ein Mix aus Gelb-Rot-Grün. Es ist einfach viel zu bunt. Klar, es sieht so ein bisschen weihnachtlich aus, gerade mit diesem Bart und der Mütze. Soll nicht unbedingt der Weihnachtsmann jetzt sein. Aber Jungs, muss das sein. Stellt euch mal vor, ihr rennt mit so einem Ding um die Map. Ich hab's eben gesagt, Alter. Ihr kriegt direkt einen Schuss in die Fresse und seid down. Nein, vor allem ich hab Ghost. Alter, warum soll ich dann sowas bitte spielen? Ich hab die epische Figur Ghost. Fehlt eigentlich nur noch Captain Price, aber um ehrlich zu sein, habe ich keinen Bock, da Geld reinzustecken und mit nur 1% Drop-Chance. Nee, Digga, lass mal hängen. Gut, kommen wir zum nächsten Bild. Und zwar ist es ein Ingame-Bild auf der Map Summit aus einem der Spawns. Was soll ich dazu sagen? Sieht eigentlich aus wie in Black Ops 4 und in Black Ops 1 eher so vom Stil Black Ops 4. Erinnert mich jetzt mehr dran. In Black Ops 1 sah das doch so ein bisschen, ich sag mal, kalter, dunkler aus, mit weniger Farbe und so weiter und so fort. Aber da habt ihr mal so einen kleinen Einblick, wie Summit aussehen wird. Kommen wir dann wieder zu den nächsten beiden Bildern. Da haben wir schon wieder neue Charakter. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist Mace. Wenn ich mich nicht irre. Mason? Ich habe die Namen nicht im Kopf. Ich kenne das Gesicht, aber ist ein Zombie-Charakter, der... Wir wissen es nicht. Das ist eine kleine Vermutung von mir. Wir wissen es nicht. Ein Zombie-Charakter, der vielleicht in den Multiplayer-Modus kommt, aber die Characters für den Zombie-Modus. Nächstes Bild. Ich glaube, das ist Dempsey. Ich weiß es nicht. Jungs, mich jucken die Charakter in den Zombie-Modi nicht. Ich will einfach nur Zombies zocken und gut ist. Aber da habt ihr auf jeden Fall mal ein Bild davon, wie dieser Charakter aussieht. Kommen wir da zum nächsten Bild. Da haben wir nochmal eine neue Killstreak und zwar so eine Drohne, die wir aus Battle Royale kennen. Die wird einen verfolgen, einen schocken, einen stehen lassen. Muss das sein? Es ist einfach nur Abfuck-Scheiße. Muss das sein, meine Freunde? Wir werden sehen. Aber auf jeden Fall neue Killstreak. Und
Pass mal genau drauf auf, unter dem VTOL. Was haben wir denn da? Den XS1 Goli. Den hatten wir auch noch nicht. Jungs, ich werde jetzt mal hier nebenbei, ich habe ja meinen PC offen und damit bin ich gerade in Audacity, nehme auf. Ich werde mal nebenbei ein bisschen danach googeln. XS1 Goliath. Mal gucken, was mir das Ding hier rausschmeißen wird. Bilder, das Advanced Warfare. Ah, okay, jetzt weiß ich wieder, was der XS1 Goliath ist. Da steht da, a manually piloted suit of advanced armor with heavy weapons. Street cost 800. Und genauso sehen wir es hier auf dem Bild. Ich blende euch mal das Bild ein, das ich jetzt aus dem Internet rausgefunden habe. Der XS1 Goliath wird anscheinend auch noch kommen. Ist hier eine Locked Streak. Heißt, es kann sogar sein, dass wir direkt zu Season 25 eine neue Streak haben werden, die noch nicht angekündigt wurde und die dann sofort freigeschaltet werden kann durch ein bestimmtes Leveln. Ich sage euch eins, die 800 Punkte sind definitiv zu tief angelegt. Dieser XS1 Goliath war der größte Abfuck in Advanced Warfare. Und ich habe Advanced Warfare nicht viel gespielt, aber ich habe genug gespielt, um zu sagen zu können, dass der XS1 Goliath einen sehr gut abgefuckt hat. Was haben wir denn noch? Nächstes Bild ist einmal die neuen Login-Methoden von COD Mobile. Wir kennen ja schon Facebook und als Gast. Dazu werden endlich mal Google kommen. Das ist endlich mal eine Verbesserung, meine Freunde. Das ist mal eine gute Verbesserung. Ich hasse es, wenn ich aus dem Facebook-Account gekickt werde, muss ich ständig meine E-Mail eingeben, ständig mein Passwort eingeben. Ich habe keinen Bock, diese Facebook-App zu laden. Ich weiß, dass es dann sofort automatisiert ist und man direkt reinkommt, weil er die Daten sich von der Facebook-App grabt. Nein, habe ich keine Lust drauf, aber endlich kommt der Support mit dem Einloggen mit Google. Und genauso soll es auch sein. Ganz links haben wir noch Line, aber ich denke mal nicht, dass es in unserer europäischen Spielversion so sein wird, dass wir uns mit Line einloggen können. Also hier ist es wichtig, dass wir Google haben. Und dann nochmal, meine Friends, als letztes Bild seht ihr hier, wir kriegen wieder den Tomahawk, beziehungsweise die Wurfaxt kriegen wir wieder reingepatcht. Alter, ich denke mal, das wird auch eine gute Abfuck-Scheiße, wenn da einer richtig gut mit umgehen kann. Und ansonsten auch wieder eine lustige Sache, von wegen, die ganzen Across-the-Maps werden droppen. Alter, Junge, ich bin gespannt. Irgendein Across-the-Map werde ich definitiv in COD Mobile hitten, Alter. Und dann wird's richtig ab. Also endlich mal eine neue Wurfwaffe, sonst kennen wir es ja. Was haben wir bei den Wurfwaffen? Splittergranate, Semtex, diese Tripmine. Haben wir Claymores? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, Alter. Ich bin absolut in Modern Warfare-Stimmung. Aber gut, wir kriegen eine Wurfaxt. Ist auf jeden Fall auch eine mega stabile Sache, kann man sich gönnen. Und jo, meine Freunde, das war's dann mit diesen Season 2 Leaks. Ich weiß, das Video ist ein bisschen länger geworden. Übrigens, ich hatte letztens einen Kommentar bekommen. Da bin ich im letzten Video nicht drauf eingegangen. Da meinte einer, extra das Video auf 10 Minuten gestreckt. Brauchst du unbedingt diese 2-3 Dollar? Ja, Junge, ich brauch diese 2-3 Dollar, du kleiner Hurensohn. Verpiss dich von meinem Kanal, wenn es dir nicht gefällt. No shit, Alter. Jungs, jetzt mal ohne Spaß. Wie soll ich mir sonst mein 6er Träger Wasser im Monat leisten, wenn ich die Videos nicht auf 10 Minuten strecke? Ist ja nicht so, dass sie gefüllt mit Content sind, sondern ich blende immer wieder einen Blackscreen ein. Sagen wir mal, das Video 7 Minuten lang, dann blende ich immer mal wieder einen Blackscreen ein, damit ich nochmal schön die 10 Minuten habe und nochmal 10 Mal Werbung reinballern kann. So kennt man es von mir natürlich nicht anders. Jetzt mal no joke, Alter. Als ich diese Aussage gesehen habe, jo, ich dachte mir, Digga, geh dich einfach vergraben. Gut, so kleiner Real Talk am Rande. Jetzt hören wir aber endlich auf mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert diesen Drecks-Kanal auf Ehrenbruderbasis, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt viel Spaß und merkt euch eins, für Inkompetenz haben wir keine Zeit.